Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich ein Adventskalender-Unboxing für dich, wo ich dir zeige, was ich in zwei Adventskalender gepackt habe für Internetbekanntschaften. Yay, so kann man es nennen. Das ist einmal die liebe Jana von YouTube, White Swan Beauty, und die liebe Jana von Instagram, Jana Armstrong 3. Also, wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen zu erfahren, was ich in diesen zwei Adventskalendern, die sich vor mir befinden, verbergen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Von beiden Ladies bekomme ich auch einen Adventskalender zurück. Die Jana von Instagram hat tatsächlich mir schon ihr Paket geschickt, das habe ich auch schon da. Das wird auch ab dem 1. Dezember von mir quasi geöffnet. Jana YouTube, warum heißt die eigentlich beide Jana? Jana YouTube hat tatsächlich heute ein Video online gestellt und ja, ich möchte das Paket auch so langsam auf seine Reise schicken. Und ich starte einfach mal mit dem für Jana Instagram. Da habe ich mir den Amazon Adventskalender ausgesucht und den entsprechend befüllt. Die Nummer 1. Hier drin habe ich ein EOS Shimmer Lip Balm in der Farbe Coral. Ja. Passte ganz gut zum einen in das Kläppchen und zum anderen finde ich den ganz passend für einen Adventskalender aufgrund von Schimmer. Die Nummer 2. Natürlich dürfen Jana und Jana nicht dieses Video schauen, aber das wissen die. In der Nummer 2 habe ich S. Oliver Selection Woman, das Luxury Bath and Shower Gel. Das ist dieses hier. Riecht ziemlich geil. Übrigens, den Wert, den ich mit den beiden Mädels ausgemacht habe, übersteige ich höchstwahrscheinlich. Aber bei mir liegt es halt auch daran, dass ich Produkte nehmen konnte, die ich in Adventskalendern auch schon drin hatte. Ne? Dementsprechend ist es für mich dann vom Preis pro Produkt nicht so hoch gewesen. Also, dass ich dann quasi schon den entsprechenden Wert erreicht habe, aber nicht in dem, was das einzelne Produkt wäre, sondern quasi, was ich ausgegeben habe. Wisst ihr, was ich meine? Ist ein bisschen creepy, aber ich verstehe mich. Immerhin, oder? Die Nummer 3 enthält etwas Schönes, Schweres. Und zwar von L'Oreal Revital Lift Filler, aufpolsternde Anti-Age-Pflege für die Nacht. Da habe ich hier eine Nachtcreme entsprechend reingemacht. Dann habe ich hier die Nummer 4. In der Nummer 4 befindet sich von Philip Kingsley Elasticizer ein Deep Conditioning Treatment. Das kann man halt als Haarkur ganz gut verwenden. Kommen wir zu dem 5. Dezember. Das ist ja der Tag von Nikolaus. Und da habe ich reingelegt von NYX das Real Prodigieuse Riche. Das ist ein Haar-, Gesichts- und Körperöl. Das ist sehr, sehr, sehr schön. Und jetzt gerade zu dieser Jahreszeit kannst du sowas unfassbar gut gebrauchen, weil ich finde, alles trocknet aus. Die Haare werden total trocken und strohig. Das Gesicht, der ganze Körper, die ganze Haut, alles ist irgendwie anders. Deswegen finde ich das als Produkt in einem Adventskalender 1A. So, und jetzt kommen wir zu Nikolaus. Ist immer frech, wenn hier vorgegeben so ein Kläppchen so klein ist, ne? Das ärgert mich dann immer, aber Leute, ich kann ja gut packen, ne? Hier habe ich, wie in manchen Adventskalendern ein paar Socken reingepackt, weil es ist Nikolaus und zu Nikolaus gehören nun mal Socken. Ja, und die finde ich ganz hübsch vom Motiv her und die sind flauschig, die sind weich und die kannst du bei 30 Grad waschen. Das finde ich auch gut. Ich finde das immer schwierig, wenn du halt so Socken hast und du die nur bei Handwäsche waschen kannst, ne? Das finde ich dann nicht so hygienisch. Kommen wir zu Nummer 7. In der Nummer 7 habe ich etwas dekorative Kosmetik drin und zwar ein Highlighter von Freedom. Das ist der Pro Light Diffused Highlighter. Ich finde, sowas gehört einfach in einen Adventskalender rein, oder? Irgendwie so ein bisschen Glitter, Glamour. Shiny, shiny, baby. Die Nummer 8. Ich finde, wenn du so vorgegebene Größen hast, dann ist es, doch noch ein bisschen schwieriger, so einen Adventskalender zu befüllen. Wenn du das auch so selber in Tüten verpackst, dann kannst du ja die Größe variieren und dann bist du nicht pro Kläppchen darauf angewiesen, welches Produkt du da reinpacken kannst, ne? Also, ne? Das ist, ich finde das immer sehr speziell, aber auch sehr, sehr cool. Sehr spannend. Dann habe ich hier in der Nummer 8, huch, da war die Luftpolsterfolie neben mir, von Sephora Precious Confetti. Das ist ein Badekonfetti. Fand ich total süß. Ja, sowas gehört in einen Adventskalender. Das ist niedlich. Das ist rosa und das hat Sternchen und das ist, ach, niedlich. 9
haben wir hier. Isana mit 7 Ampullen habe ich hier drin. Die finde ich ganz gut, die kann ich auch wirklich empfehlen. Ich finde, dass die, diese mit Hyaluronsäure und Pro-Vitamin B5, ein Feuchtigkeitskonzentrat, Hyaluronbooster, ich finde, dass die Isana-Ampullen mindestens halt vergleichbar sind auch zu anderen, die ich so verwendet habe, auch von Barbour oder wie sie nicht alle heißen. So, Nummer 10. Da habe ich auch wieder etwas dekorative Kosmetik und zwar eine wundervolle Mascara von Essence Volume Stylist. Das ist die Lash Extension Mascara und die hier ist mit verlängernden Fasern mit drin. Die hatte ich selber auch schon oder habe die selber noch, habe die aber da aus dieser Good Vibes, Good Memories LE und das ist ja quasi die gleiche. Ich finde die herrlich. Also bei mir macht die echt viel, viel Gutes. Kann ich auf jeden Fall wärmsten Herzens empfehlen. Die Nummer 11. Hier und sie ist schön schwer. Warum ist sie schwer? Weil sich eine Dr. Severin wärmende Handcreme mit Mandelöl darin verbirgt. Das ist halt eine sehr, sehr große Tube und die soll halt machen, dass sie die Hände warm werden. Riechst du so jetzt nichts durch? Und das ist halt ein super Produkt jetzt für den Winter. Wenn ich jetzt zum Beispiel mit meinem Hund spazieren gehe, brauche ich irgendwie jetzt schon Handschuhe. Ich brauchte auch eben, als ich spazieren war, Ohrenwärmer und sowas. Ne? Deswegen, sowas ist absolut empfehlenswert eben für die Weihnachtszeit. Die Halbzeit. Die Halbzeit muss auch immer etwas spezieller sein. Da habe ich von Triple Cosmetics die Pralinenpalette reingepackt. Das ist eine kleine Lidschattenpalette. Und ja, das bietet sich eigentlich immer ganz schön an. Das ist halt auch so ein... Ich mache die jetzt mal auf. Das ist halt eine kleine niedliche Palette und sowas in der 12 finde ich absolut passend. So schaut sie aus, ne? Das sind die Farben, du hast einen Applikator mit dabei, du hast ein Spiegelchen mit dabei. Finde ich herrlich und deswegen, ja, kann ich sie ihr auf jeden Fall auch schön mit in die 12 hineingeben. Ich habe hier noch immer so ein bisschen Luftpolsterfolie und Verpackungsmaterial, dass wenn ich solche dekorativen Kosmetikgeschichten, wie auch eben zum Beispiel den Highlighter habe, dass ich das eben noch einpacke, weil jetzt bin ich ja gerade schon dabei, den Kalender einmal auseinanderzunehmen. Dann kann ich das nämlich jetzt direkt einmal machen. Jetzt haben wir hier die Nummer 13. Hier habe ich ein bisschen Schmuck eingepackt von The Jeweler und das ist schöner, zeitloser Schmuck, finde ich total schön und das ist einfach so eine Herzchenkette, ne? Weihnachten ist ja, beziehungsweise die Weihnachtszeit ist die Zeit der Herzlichkeit und da passt so ein Herz einfach 1A. Die Nummer 14 haben wir hier. Tada! Hier habe ich ein schönes Produkt von Matt Mask hier reingepackt und zwar die Sleep Repair Renewal Nourishing Mask. Die soll reparieren, hydratisieren und alles wundervoll machen und ja. Ne? Das kann sie entsprechend dann über Nacht verwenden, wacht morgens auf und fühlt sich, als hätte sie jahrzehntelang geschlafen. Dann haben wir hier riesengroß, das ist die größte von allen, die Nummer 15. Hier hat sie dann von mir reinbekommen Rose Water, ein Gesichtstoner mit 300 Millilitern und Rosengesichtswasser, Rosentoner. Finde ich persönlich immer irgendwie am schönsten, am besten. Deswegen darf sowas auch gerne in einen Adventskalender. Und Leute, das Design vom Adventskalender, ich meine, ihr habt es eben schon gesehen, ne? Es sind Rosenblätter. Es passt einfach. Gehen wir über zur Nummer 16. Das haben wir hier. Da habe ich eine Augencreme reingelegt von Monu Skin, die Line Smoothing, das iCool Gel. Und ja. Das ist mit Annika-Extrakt. Annika ist großartig. Das kenne ich noch als Globulis. Als ich ein kleines Kind war, gab es das irgendwie immer. Ich weiß gar nicht mehr warum. Ich glaube gegen alles. Auch gegen Reisekrankheiten und hast du nicht gesehen. Hauptsache man glaubt dran. Ne? Dann haben wir hier die Nummer 17. Hier habe ich ihr wieder eine kleine Lidschattenpalette reingepackt. Und zwar von Sleek, das iQuad Eyeshadow and Eyeliner Medusa's Kiss. Das ist halt eher so für ein dunkleres Augen-Make-up gemacht. Ein etwas auffälligeres Augen-Make-up. Und dann hast du halt hier noch einen schwarzen Eyeliner auch mit dabei, den man dann entsprechend verwenden kann. Und das finde ich halt auch schön für den Adventskalender. Die Nummer 18. Hier habe ich eine Maske hineingegeben und zwar von Glam Glow, die Gravity Matte Firming Treatment Mask Soin Raffermissant. Gott, das ist dieses Französisch immer, ne? Ja, das ist halt eine Maske von Glam Glow. So schöne Produkte gehören auch in den Adventskalender. Ja, auch so schöne Marken. Ich mag das, sowas dann zu verschenken. Und die Leute freuen sich dann auch, wenn sie es aufmachen. Und ich weiß auch, dass Jana und Jana das zu schätzen wissen. Das ist eben das, ne? Das macht dann halt noch ein bisschen mehr Freude. So, die Nummer 19. Wenn man dann halt auch weiß, was man für einen Wert so in den Händen hält. Hier habe ich von Aveda die Damage Remedy Intensive Restructuring Treatment. Das ist eine Haarmaske. Jetzt kommen wir in den 20er Bereich. Haben wir hier. Und hier haben wir einen schönen Lippenstift und zwar von Sephora.
den Lip Stories Festival Lights in der Farbe 51. Ich weiß gar nicht, wie die Farbe jetzt heißt. Metal, genau. Ne? So ein, ah, finde ich herrlich, mag ich gerne leiden. Ich habe auch so einen von Urban Decay, den ich richtig gerne mag und ja, sowas darf dann auch sehr gerne mit in den Adventskalender und gucken, alle ne? Allein von der Verpackung, da sind halt so Punkte drauf, die so ein bisschen aussehen, als hättest du so Lichter so aufgehangen draußen, ne? Finde ich mega schön. Die Nummer 21. Natürlich darf auch was zu essen nicht fehlen. Und zwar habe ich hier von Inner Bio Raw Chocolate Kakao Nibs und Meersalz. Ich liebe Schokolade mit Salz drin. Finde ich richtig geil. Und so kurz vor Weihnachten kann man sich auch nochmal gönnen, oder? Die Nummer 22. Hier habe ich von Molten Brown ein Duschgel Orange und Bergamotte. Ja, ne? Fand ich ganz schön. Das ist halt passend jetzt zu Weihnachten und auch vom Duft her dann passend. Und ich finde das ganz schön. Und Molten Brown ist halt auch eine gute Marke. Das kann man sich mal angucken. So, dann sind wir auch schon wieder am Tag vor Weihnachten angekommen, an dem 23. Dezember. Das geht hier rucki zuck. Und da habe ich von Lacoste Pour Femme eine Bodylotion mit 100 ml drin. Auch die darf selbstverständlich nicht fehlen und das ist ein wundervoller Duft. Ah, riecht echt toll. No. Dann kommen wir jetzt mal zu Heiligabend, zum 24. Dezember. Da habe ich mir natürlich was ganz Besonderes ausgedacht, womit sie wahrscheinlich niemals rechnen wird. Und zwar habe ich hier ein, ist jetzt hier noch eingepackt, kann ich jetzt schlecht rausholen, Foreo Luna Mini Play. Das ist halt eine Mini-Gesichtsbürste. Die rosa Variante davon habe ich jetzt aktuell unter der Dusche in Anwendung. Ich weiß nicht, man sieht es jetzt halt nicht so wirklich, weil es halt eingepackt ist, ne? Genau, das habe ich ihr in die 24 gepackt. Das passt einfach als Weihnachtsgeschenk. Bisschen Technik darf nicht fehlen. Und das dann zu Weihnachten ist doch super passend hier. Ja, das ist der Adventskalender für die liebe Jana von Instagram. Ich verlinke dir mal unten in der Infobox ihren Instagram-Account. Vielleicht wird sie das so machen wie ich. Ich werde jeden Tag im Dezember, wenn ich dann halt die Adventskalender auspacke, die ich hier stehen habe, also jeden Tag dann halt da eine entsprechende Insta-Story zu drehen. Das heißt, wenn ich den Kalender von Jana auspacke, den Kalender von Jana, den Kalender, den mein Freund mir geschenkt hat von The Body Shop. Und ja, wir haben uns auch noch einen Rewe-Schoko-Adventskalender geholt. Ich weiß nicht, ob ich den auch noch mit reinnehme. Aber wenn da was Cooles drin ist, dann wird es auf jeden Fall bei Instagram gezeigt. Ich hoffe, Jana wird sich freuen. Kommen wir zu Jana YouTube. Habe ich hier Klebe drauf gemacht. Jana mit Y. Jana bekommt vom Design her den Glossy Box Adventskalender von diesem Jahr. Und Jana wird von mir auch ein separates Päckchen bekommen. Kurz nach Weihnachten. Nein, ich werde das kurz vor Weihnachten losschicken. Denn die hat Ende Dezember Geburtstag. Und dann bekommt sie halt von mir eine Kleinigkeit, ne? Das hat halt nicht mit in den Adventskalender gepasst. Ich dachte erst, ich mache einen Adventskalender quasi vom 1. Dezember bis zu ihrem Geburtstag, bis zum 30.12. Aber dann habe ich mir gedacht, nee, ich nehme die Vorlage und mache ihr dann zum Geburtstag separat was fertig. Jo, so mein Gedanke. Und dann starten wir mal mit der Nummer 1. Da habe ich ihr direkt was Cooles reinpacken können für die Haare von Revlon. Nutri Color Creme 3 in 1 Cocktail Color Care in Shine 1002 White Platinum. Sie hat nämlich blondierte Haare. Die habe ich nicht. Und das ist für sie dann wirklich ein perfektes Produkt. Die Nummer 2. Oh, teilweise habe ich die Dinger so voll gemacht, ne? Hier habe ich kaum noch zugekommen. Das ist echt Wahnsinn. Genau. Hier habe ich nämlich direkt zwei Produkte drin. Einmal die Bodylotion und das Duschgel von S. Oliver Woman. Das ist dieses hier. Die Nummer 3 ist auch wieder echt groß. Wobei Nummer 6 und Nummer 24 nicht so groß sind. Ich weiß nicht, was die Macher der Adventskalender sich dabei gedacht haben. Da habe ich ihr reingepackt von Semikolon ein Notizbuch. Ja, für YouTube braucht man auch sowas. Dass man sich halt Aufzeichnungen macht und das ist halt liniert, ne? Und ja. Kann sie auf jeden Fall sehr gut gebrauchen. Das ist pink. Ich meine, hallo. Hallo, pink. Wenn wir dann mit dem intellektuellen Teil vorbei sind, durch sind, wie auch immer, gehen wir zu der Nummer 4. In die Nummer 4 habe ich ihr ein Ensemble aus, ich sag mal, Adventskalender-Klassikern gepackt. Und zwar haben wir in der Nummer 4 drin von Trin It Up Gloss Infusion Lipstick in der Farbe 030. Das ist halt so ein richtiges Rot, Weihnachtsrot. Dann ist in dem Kläppchen Nummer 4 auch noch ganz klassisch ein Nagellack dabei von Trend It Up Touch of Satin. Das ist die Farbe 020.
Das ist halt so ein roter Nagellack mit so einem Schimmer drin. Ich weiß, dass sie sich die Nägel quasi macht. Also sie macht sich selber die Gelnägel, aber das kannst du auch für die Füße nehmen. Ich glaube, ihre Fußnägel macht sie sich nicht. Genau, und dann habe ich noch eine Nagelfeile von Trend It Up mit reingepackt, denn die kannst du auch gebrauchen. Und die kannst du auch super verwenden, wenn du Gelnägel hast. Es ist halt so ein Klassiker-Päckchen, ne? Das musste sein. Und nur so einen roten Lippenstift reinzupacken, fand ich jetzt irgendwie doof. Und deswegen habe ich ihr noch den Nagellack und die Nagelfeile mit reingepackt. 5 haben wir hier. Das ist auch wieder so prall gefüllt, dass ich nicht weiß, ob ich das genauso wieder zukriege. Denn hier habe ich jetzt tatsächlich die Socken drin. Das ist für Jana. Die sehen halt ja, sehr gemütlich aus, ne? Wie auch eben schon. Kommen wir zu Nikolaus, die Nummer 6. Ja, Barborium. Ne? Da sind natürlich Ampullen drin und zwar die Hydra Plus Ampullen. Intensive Feuchtigkeit, 7 Ampullen sind hier in dieser Ampullenkur enthalten. Sowas gehört einfach in den Adventskalender. Ne? Sowas macht uns glücklich, wenn wir Ampullen drin haben. Das hatte ich bei Jana Instagram ja auch mit drin. Es ist einfach, es zaubert uns ein Lächeln ins Gesicht und deswegen kommt es in den Adventskalender, ist doch klar. Die Nummer 7, die ist übervoll. Die steht hier schon ab. Das hatte ich gesehen und musste direkt an sie denken. Und das ist von Zoella Creamy Scrub. Ein Body Scrub, ein Körperpeeling. Und das finde ich so schön. Das ist bei DM aus dem Sortiment gegangen. Und als ich da dann war und das gesehen habe, musste ich direkt an Jana denken. Und deswegen musste das mit. Das riecht süß und ich finde es herrlich. Oh, es sieht auch so hübsch aus, ne? Ah. Die Nummer 8. Ja, die Nummer 8 ist etwas Praktisches. Und zwar habe ich hier von BH Cosmetics einen Quick Change Pinselreiniger. Den habe ich selber hier auch in Anwendung. Der ist einfach geil. Jana schminkt sich ja auch öfters mal bei YouTube. Und da macht es auf jeden Fall Sinn, sich so ein Pad quasi auf den Schminktisch zu stellen, wo man dann zwischendurch das Pigment von den Pinseln runternehmen kann und quasi die Pinsel so ein bisschen sauber macht. Und ja, das habe ich hier auch noch für sie mit drin, weil ich das auch habe und ich das gut finde und ich das einfach wärmstens empfehlen kann. So, die Nummer 9. Auch die liebe Jana bekommt einen Lippenbalsam und zwar von EOS Organic Edition. Das ist die Richtung Chai und da sind Tannenbäume drauf. Ist die Begründung. Jetzt gehen wir mal zu Nummer 10. Die haben wir hier. Da habe ich etwas von Triacle Moon hineingegeben. Und zwar das Brazilian Love. Das ist die Duschcreme, die so riechen soll wie die Bum Bum Cream. Und da bin ich gespannt, wie sie das findet. Also, ja. Oder wie die... Nee, nicht wie die Bum Bum Cream. Ich glaube, da gibt es ja noch... Doch, die Bum Bum Cream. Genau, nicht die Coco Cabana. Das ist ja noch eine andere. Das soll riechen wie die Bum Bum Cream. Genau, ja. Deswegen bekommt sie das. Auch wenn das Brazilian jetzt nicht unbedingt zu Weihnachten passt, aber... Es ist ein schönes Produkt. So. Und man duscht ja auch in der Weihnachtszeit, finde ich. Da muss man nicht immer nur nach Zuckerstangen und Zimt riechen, finde ich. So, die Nummer 11. Da habe ich ihr was ganz Besonderes reingepackt. Und zwar von Boutique ist das eine Highlighter-Palette in der Farbe Champagne. Das ist diese hier. Denn auch die liebe Jana darf zur Weihnachtszeit mit einem Highlighter im Gesicht durch die Gegend laufen und sich darüber freuen, dass sie glitzert und glänzt und scheint. Ich hoffe, sie hat sie noch nicht. Das weiß ich nicht. Auch die Halbzeit bei der lieben Jana YouTube ist etwas Besonderes. Auch wenn ich durch das Kläppchen limitiert war. Die Nummer 12. Die liebe Jana wünscht sich ja oder schwärmt immer so von Klinik-Cremes. Und ich habe da ja bedingt durch Adventskalender und Boxen und wie auch immer entsprechend Zugriff. Und da habe ich ihr jetzt hier eine 7ml Probe von der Moisture Surge 27-Hour Auto-Replenishing Hydrator reingepackt. Da hatte sie letztens so von geschwärmt. Und da habe ich mir gedacht, mache ich ihr doch mal eine Freude und packe ihr das mit in den Adventskalender. Ich denke, das wird sie cool finden. Ja. Die Nummer 13 haben wir hier. Auch die liebe Jana darf etwas zu essen haben. Und da habe ich von DM Bio die Spekulatius Doppelkekse mit Nougat-Creme reingepackt. Oh mein Gott, das schreit doch nach Weihnachten. Nom. Und am 13. Dezember kann man sowas definitiv essen. Ja. Leute, ich freue mich gerade voll auf Weihnachten und auf den 1. Dezember. Ah, es wird so schön. Okay, jetzt haben wir hier den 14. Ja, am 14. habe ich etwas dekorative Kosmetik hineingepackt und zwar von Pace Brow Couture. Das ist eine Brow-Pomade für die Augenbrauen. Da
Da habe ich mir gedacht, kann sie sich ja mal angucken, ob ihr das gefällt, ob das ihre Farbe ist, ob das zu ihr passt. Das ist nämlich in der Farbe blond. Sie ist ja genauso blond wie ich. Dann kommen wir mal zu der Nummer 15. Auch die liebe Jana darf etwas von Sephora bekommen. Und zwar habe ich hier die Enchanting Pearls. Das sind Badeperlen mit einer Eule drauf. Und also nicht auf den Perlen, sondern ne, in der Verpackung. Und die sind wirklich glitzernd, also so perlenglanzmäßig, ne? Ich finde die herrlich. 16 haben wir hier. Meine liebe Jana ist ja ein Fan von Clinique und da darf dann auch natürlich meine Lieblingsaugencreme nicht fehlen, die Clinique All About Eyes. Da habe ich hier eine Luxusprobe, ist es ja quasi von der Größe her, ne? Die bekommt sie natürlich auch mit in den Adventskalender, damit sie sie auch mal ausprobieren kann und sich sehr darüber freuen kann, sie zu verwenden. Und ich weiß, sie wird sich freuen. Nummer 17. Ich glaube, wir können uns alle vorstellen, was ich in die Nummer 24 gepackt habe. Ja, in der Nummer 17 haben wir ein paar Produkte von Revolution. Und zwar habe ich hier einmal das Baking Powder aus dem Adventskalender. Kann sie sich mal durchtesten, weil das Design fand ich auch so schön weihnachtlich. Und natürlich noch ein krasser Highlighter. Das ist einfach der Baked Highlighter. Und das ist so ein silbriger Ton, sehr hell. Aber da ich halt von der anderen Highlighter-Palette die Champagner-Version genommen habe, fand ich das jetzt auch ganz cool, noch einen zweiten Highlighter hier mit reinzupacken, beziehungsweise ist ja eigentlich schon der vierte, aber das ist dann ein kühlerer. Die anderen sind ja eher ins Wärmere. 18 haben wir hier. Übrigens, falls ihr euch fragt, was ich auf den Nägeln trage, das verlinke ich dir mal unten in der Infobox. Das ist von Nails Inc., so eine Perlenfarbe. Hier habe ich ihr einen Blush reingepackt, der so ein bisschen was von dem NARS Orgasm hat. Der ist von Youstar, der Wild Blush. Und ich finde den wunderschön. Also richtig, richtig schön. Nummer 19. Natürlich darf auch eine Mascara nicht fehlen. Da habe ich auch aus dem Youstar Adventskalender die Wild Lash Boosting Volume Mascara mit reingepackt, die ich einfach jetzt dann zum Design sehr passend fand und sie einfach hübsch finde. Und die Nummer 20, hier unten, da habe ich so ein Haarpaket fertig gemacht. Da habe ich einmal von Swiss Opal mit Arganöl, weil sie steht auf Arganöl, so eine Haarkur reingegeben. Dann habe ich ihr mit reingegeben von Ebelin, das sind so Haarklammern. Huch, sind die hier ab? So, genau, so Haarklammern, die halt schön glänzend sind. Das ist schön für Weihnachten. Und von For Your Beauty habe ich dann noch so drei Invisibobble, nicht Dinger, ja, wie heißen die denn? Telefonkabel, Haargummis, genau. Dann gehen wir weiter zu der Nummer 21. Die haben wir hier. Und da habe ich ihr eine Lidschattenpalette reingepackt und zwar von Pro Artist. Die HD Eye Foils, das sind so Folienlidschatten und hier sind 5 Lidschatten enthalten. Ja, da kannst du sowohl einen Alltagslook mit schminken, als auch einen dezenten Abendlook, würde ich mal so sagen. Und dann habe ich ihr noch mit reingepackt von NYX Glitter Brilliance. Das ist so ein Pigment. Es hat so einen lila Schimmer quasi mit drin. Und ja, wer sie schon öfters gesehen hat, sie experimentiert deutlich mehr mit Augen-Make-up, auch mit sehr buntem Augen-Make-up aus. Also sie ist da experimentierfreudiger als ich, definitiv. Und ja, deswegen bekommt sie auch den NYX Glitter. Genau. 22. Da habe ich noch ein Produkt von NYX reingepackt. Und zwar eine Powder Lip Cream aus dieser Whipped Wonderland Reihe. Das ist einfach auch ein ultra schönes Packaging, ne? Oh, das ist die Farbe Cake Pop. Dann haben wir hier die Nummer 23. Und da habe ich ihr reingepackt ein paar Luvia Make-up Blending Sponges. Das sind diese 4 kleinen für unter die Augen. Und dann habe ich hier noch ein Mini-Make-up-Schwämmchen. Ich glaube, das ist auch aus dem Youstar Adventskalender gewesen. So, und last but not least haben wir natürlich die Nummer 24, die ein entsprechendes Highlight sein darf. Denn es ist Heiligabend. Und an Heiligabend bekommt man etwas Wundervolles. Und da habe ich hier eine Originalgröße von der Clinique Moisture Surge 27-Hour Auto Replenishing Hydrator Creme. Und ja, das wird sie höchstwahrscheinlich sehr, sehr freuen, dass sie da diese Creme mit drin hat. Das war jetzt der Adventskalender für Jana YouTube. Ich bin schon sehr, sehr gespannt, wie die Mädels entsprechend reagieren werden und ob sie sich darüber freuen, so wie ich mir das vorstelle. Aber ich denke es einfach mal. Und ich hoffe, dass ich dir so ein paar Ideen und Anregungen mitgeben konnte, falls du selber darüber nachdenkst, einen Beauty-Adventskalender oder einen Adventskalender überhaupt zu packen.
Und ja, wenn dir das Video gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist zu den ganzen Adventskalender-Unboxings von 2019. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Da würde ich mich von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!